hat eine tragische Nacht erlebt. Eine Nacht, in der ein Teil unserer historischen Innenstadt den Flammen zum Opfer fiel. Betroffen vom Brand sind insgesamt 6 Häuser, 2 Häuser in der Bachstraße und 4 Häuser am Alexander-Puschkin-Platz, deren jetzige Bebauung bis in die Gründerzeit zurückreicht. Betroffen sind aber auch insbesondere vor allem 17 Personen, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, denen ihre Bleibe, teilweise ihr Hab und Gut genommen wurde und die möglicherweise bis auf Weiteres oder vielleicht gar nicht mehr in ihr gewohntes Zuhause zurückkehren können. Verletzt wurde jedoch nur eine Person leicht, die untersucht wurde, aber mittlerweile das Krankenhaus bereits wieder verlassen konnte. Es wurden relativ schnell, das heißt also 2:58 Uhr, die Feuerwehr Apolda alarmiert. Im Anschluss wurden sämtliche Stadtteilfeuerwehren der Stadt Apolda um 3:15 Uhr alarmiert. Des Weiteren wurde um 3:21 Uhr eine zweite Drehleiter von der Feuerwehr bei Sulza angefordert. Um 3:45 Uhr die Drehleiter von der Berufsfeuerwehr Weimar. Und im weiteren Verlauf der Brandbekämpfung griffen wir auf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berger zurück, einmal mit Drehleiter und einem zusätzlichen Löschfahrzeug, sodass wir ausreichend Geräteträger an der Einsatzstelle hatten.